9 Frauen, deren Leben von Männern beendet wurden, die aus ihrem Leben gerissen wurden, die ihren Familien, ihren Kindern entrissen wurden. Das ist unerträglich und ich möchte an dieser Stelle auch den Hinterbliebenen aller getöteten Frauen mein tiefes Mitgefühl und mein Beileid ausdrücken. Die oberste Priorität hat natürlich immer der Schutz der Opfer und wir haben seit Beginn dieser Regierungsbeteiligung sehr viele Maßnahmen gesetzt, um den Opferschutz zu verbessern. Wir haben das Frauenbudget um 43% erhöht, wir haben das Budget für die Opferschutzeinrichtungen um 13% erhöht, wir haben die Frauenhelpline ausgebaut und gestärkt und wir haben viele Schritte gesetzt, die den Opfern, den Betroffenen von Gewalt es leichter machen sollen, sich an die Polizei zu wenden, zu ihrem Recht zu kommen, auch vor Gericht. Das ist beispielsweise, dass die Prozessbegleitung, die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung ausgebaut wird. Dafür hat Alma Sadic gesorgt. Es geht aber ebenso auch ganz ein zentraler Punkt darum, dass Gewaltschutzeinrichtungen Opfer von häuslicher Gewalt bei Gericht vertreten können und an ihrer Stadt eine einstweilige Verfügung erreichen können. Das ist deshalb so wichtig, weil allein dieser Schritt, zu Gericht, zur Polizei zu gehen, auch für eine einstweilige Verfügung mitunter schon zu einer Gefahr für betroffene Frauen werden kann. Das ist was, was Gewaltschutzexpertinnen seit vielen, vielen Jahren fordern. Damit wir das Problem der Männergewalt in den Griff bekommen, müssen wir bei den Männern ansetzen, die potenziell zu Tätern werden könnten, bevor eine Frau zum Opfer gemacht wurde. Wir wissen, was die Mechanismen hinter der Gewalt sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der nach wie vor sehr starke Rollenbilder tradiert werden, für beide Geschlechter. Auch heute wachsen viele junge Buben und junge Männer mit der Anforderung auf, dass sie stark sein müssen, dass sie hart im Nehmen sein müssen, dass sie nicht schwach und nicht verletzlich sein dürfen, dass sie die Dominanten sind, der Boss, das Familienoberhaupt, die ihnen untergeordnet sein und dass sie ihre Frauen und ihre Freundinnen besitzen. Das ist das, was wir bei diesen Frauenmorden in der letzten Zeit wieder sehr stark beobachten konnten. Viele Männer haben nie gelernt, wie sie mit Konflikt, mit Frustration, mit Angst und Zurückweisung umgehen sollen. Der Hass gegen Frauen, der dann letztlich zu Gewalt und sogar Mord führt, beginnt oft im Kleinen, auch in der Sprache. Selbstverständlich ist es keineswegs so, dass eine abwertende Bewertung gegenüber Frauen automatisch zu Gewalt führt. Das ist keine lineare Angelegenheit, das ist ganz sicher nicht so. Aber es gibt Anzeichen dafür, wenn Männer gefährlichen Hass entwickeln, wenn sie sich hineinsteigern, wenn sie zu Gewalt greifen. Und an diesem Punkt ist es wichtig zu reagieren, auch im Umfeld, bevor der Hass in Gewalt umschlagen kann. Dafür gibt es die Männerberatungsstellen, die eine enorm wichtige Arbeit leisten. Denn nur wenn wir es schaffen, die falschen Erwartungen an Männer, diese falschen Rollenbilder, diese überzogenen Rollenbilder zu verändern und zu durchbrechen. Es gibt auf der anderen Seite genauso die extreme Belastung von Männern, wo die Erwartungshaltung ist, dass sie alleine die Familie finanziell erhalten können, in einer schwierigen Jobmarktsituation. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie gehört haben, dass es sich möglicherweise um diesen Mann handelt, den Sie seit 3 Jahren vom Gerichtssaal auch auskennen? Ich bitte um Verständnis. Es geht hier nicht um mich und es geht hier nicht um meine persönliche Betroffenheit, indirekt oder was auch immer. Es geht hier darum, dass Männer Frauen töten und was wir als Politik dagegen machen. Und ich möchte zu dem konkreten Fall nicht weiter Stellung nehmen.